Interview mit Rockig. Richtiger Name Roland Christian Eckerding. Das Interview führte die seltsam Gänzi. Mit Rockig Roland Christian Eckerding. Wie bist du auf den Nick, Rockig, gekommen und was bedeutet er? Es gab den Vorgänger aller Foren genannt Gambling Australia und eine Methode war unter anderem eine von einem gewissen Doktor. Seltsam Gänzi, genannt Roulette Cracker. Siehe auch Outback Brombüli Forum. In deinem Profil bezeichnest du dich selbst als Casino-Schreck. Dein Aussehen wirkt aber eher ein harmloses Mäuschen. Wie passt das zusammen? Ich habe mich nicht selbst gemacht, sonst wäre ich der schönste Mann geworden. Aus welchem Land kommst du? Aus Ostfriesland, das liegt bekanntlich in Deutschland. Welche Altersgruppe gehörst du an? Werde nächsten Monat 50. Möchtest du verraten, was du von Beruf bist? Ich bin Geiger in einem kleinen norddeutschen Orchester. Hast du ein oder mehrere Hobbys? Wenn ja, welche? Wandern. Kannst du dich noch an deinen ersten Casino-Besuch und deine Erfahrungen erinnern und wo war das? Das war mit 28 Jahren in Travemünde. Wie jeder Beginner habe ich mit der Martingale experimentiert. Hast du gewonnen oder verloren? Natürlich gewonnen, wenig, aber doch. Ich habe später dann auch schon im Outback Brombi Forum die mathematische Folgerung gepostet, nämlich nicht das Limit ist das Problem, sondern die Tilgungskraft nimmt ab. Du hast bereits fast 4.900 Beiträge im Outback Brombi Forum gepostet und bist ein echter Freak. Manche bezeichnen dich sogar als durchgeknallt. Woher kommen deine außergewöhnlichen und umfangreichen Kenntnisse in der Welt des Roulettes? Sehr viel aus dem Outback Brombü Forum, weiteres natürlich aus dem Roulette-Lexikon und nicht zu vergessen, die ewigen Diskussionen mit Selm Gänzi und natürlich, Wits Zart of Orts, und eigene Nachforschungen. Freak, naja, habe dadurch so ziemlich alles verloren. Familie. Punkt USF. Eigene Nachforschungen? Was genau? Beim Roulette einerseits ein absolutes Favoritenspiel finden, nur wenn Treffer kleiner als 1/35 auftreten gibt es positive Renditen, mit optimalem Einstiegspunkt. Auf meine Einladung zum Interview hast du geantwortet, von Zocker zu Zocker, Ekloa. Heißt das, du bist ein Zocker und siehst Parallelen zu meiner, bekennenden Zockersetzweise. Mit Zocker meinte ich, dass man auch manchmal sein eigentliches Budget riskiert und nochmal nachlegt. Es ist schwer zu verstehen, dass du bei all deinen hervorragenden Ideen zockst anstatt überlegen abzusahnen. Läufst du heiß, wenn du am Spieltisch stehst und vergisst alle guten Vorsätze? Hast du überhaupt gute Vorsätze? Mit Roulette wurde es ziemlich schnell langweilig. Blackjack und Baccarat sind da eher meines und natürlich das noch große Gebiet der Sportwetten. Vorsätze wären, bloß öfter nüchtern zu bleiben. Nach welchen Kriterien ziehst du dein Spiel auf? Intuition? Bauchgefühl? Strategie? Nüchtern gleich Strategie. Ansonsten zocken. Welche Strategie? Eine Progression auf X. BJ. BAC und Wetten auf Unentschieden, die kaum platzen, 24-stufig. Was hältst du von Alpacode? Hast du es schon ausprobiert? Alpacode ist für mich eine anschauliche Darstellung der Binominalverteilung samt ihren Abweichungen. Allerdings bin ich absolut der Favoritenfan und habe daher weniger mit R und N Real gespielt. Einigen deiner Beiträge konnte ich entnehmen, dass du mutig auch öffentlich zu deinem Spielproblem stehst. Glaubst du, dass Spielsucht heilbar ist? Jede Sucht ist heilbar, wenn man will. Hast du schon einmal versucht, dich selbst zu disziplinieren? Wenn ja, wie? Nein. Bisher nicht. Lediglich das fehlende Money kann mich hindern. Wie viel Zeit widmest du dem Spiel? 1 bis 3 Stunden.
Ich möchte mit dir gerne ein Wortspiel machen. Ich gebe ein Wort vor und du ergänzt mit einem Wort oder einem kurzen Kommentar, was dir gerade dazu einfällt. Beispiel: Hund, Knochen. Geld, macht froh. Image, Kampagne. Rot, die PDS. Vernunft, Immanuel Kant. Kugel, läuft. Freunde, kann man sich aussuchen. Outback Brumby Forum Roulette Board, Stammtisch. Tod, macht keinen Unterschied. Welche Charakterzüge schätzt du an dir bzw. wie siehst du dich selbst? Zu persönlich. Wen würdest du gerne persönlich kennenlernen und warum? Herrn Roth, den Kollegen von dir lieber seltsam Genzi, von Aktk, der ja jetzt Regierungschef in Australien ist. Wenn du weitgehende Möglichkeiten hättest, etwas zu verändern, Politik, Zeitgeschehen etc., was wäre das? Da Sir wieder so eine starke Regierung bekommen wie unter Helmut Kohl oder Helmut Schmidt. Was wünschst du dir für die Zukunft? Genug zum Leben zu verdienen mitspielen. Herr Roland Christian Eckerding, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.